Oh, jemine. Abri, abri, abri. Nein, nicht. Hallo, Schwester. War ich das etwa? Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Zuschauerfragen mit... Ja, mit unserem Patrick Fritz Roth. Hallo. Und unserem Regisseur von SpongeBob. Hallo. Frank Schröder. Yeah. Die erste Frage geht an euch alle drei. Was haltet ihr davon, dass die Stimmen des gesamten deutschen SpongeBob-Casts mit KI geklont wurden? Werdet ihr dagegen vorgehen? Beziehungsweise vorgehen können, zumal die Technologie jetzt in der Lage ist, glaubhaftig Dialoge wiederzugeben. Naja, da müssen wir uns erstmal auch mit den Firmen verständigen, zum Beispiel mit unserer Synchronfirma, die ja auch zuständig ist dafür. Und ich habe davon zum Beispiel noch nichts gehört, also kann da auch gar nichts zu sagen. Das ist natürlich ein brisantes Thema, was uns alle angeht. Und da müsste man sich erstmal ein bisschen schlau machen. Richtig. Und wie gesagt, in Absprache mit den Firmen. Ja, mit den Firmen anwaltliche Hilfe auch mal, dass man da Informationen bekommt, was möglich ist, eben was möglich ist und was nicht möglich ist. Ja. Genau. Also eigentlich sollte klar sein, dass es nicht so einfach möglich ist, weil meine Stimme gehört mir. Richtig. So. Und gehört habe ich davon noch nicht viel. Also was ich gehört habe, fand ich nicht überzeugend bisher. Richtig. Mhm. Auch wenn es ähnlich ist. Ich habe auch solche Sachen gehört, wie Freddie Mercury singt John Lennon und umgekehrt. War für mich nicht überzeugend und die Leute feiern das ab, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich deutlich höre, nein, da singt kein Freddie Mercury oder kein John Lennon. Ja. Auch wenn hier und da mal die Stimme durchklingt. Mhm. Aber ich denke, man muss da schon auch einen Riegel vorschieben, während den Anfängen, nicht? Wenn das jetzt gerade ganz so genau losgeht. Ja. Und dass man da guckt, dass das rechtlich abgesichert ist, was wir da für Möglichkeiten haben. Richtig. Das kann kein rechtlicher Freiraum sein. Die nächste Frage geht an Frank. Mhm. Wir wollen nichts heraufbeschwören, aber haben Sie schon einen Plan B, falls Santiago irgendwann mal nicht mehr können sollte? Fans spekulieren ja oft, dass die Show da einfach vorbei ist. Nein, das geht weiter auf jeden Fall. Ja, ist eine gute Frage, weil Santiago in der deutschen Fassung ja sehr charakteristisch ist. Und das wird schwer oder gar nicht zu ersetzen sein. Deshalb ist wirklich die Frage, ob es dann noch weiterläuft oder nicht. Oder ob die Serie eventuell dann auch eingestellt wird. Aber auf der anderen Seite, ob jetzt Viacom, der Auftraggeber, sich erlauben könnte, in Deutschland dann nicht mehr zu senden oder nicht mehr auf Deutsch, mache ich auch ein großes Fragezeichen an. Also das heißt, eventuell würden die dann ein Casting einfordern mit neuen Leuten. Ich vermute mal, weil es gibt ja schon Beispiele hier, die Serie Die Simpsons, die ja so auch länger laufen als SpongeBob, wo die Hauptrollen auch, die gibt es seit 30 Jahren, die Serie, die älteren Kollegen, die dann weggestorben sind und die haben neue Stimmen bekommen, die Serie geht weiter. Also ich denke schon. Ja. Santiago, wirst du bald wieder auf einer Theaterbühne stehen? Ich glaube nicht, jedenfalls nicht so schnell, weil ich bin ja so langsam im Rückzug begriffen, also was diese Live-Geschichten anbetrifft. Ich mache noch sehr viele Termine im Studio, was mir auch nach wie vor sehr viel Spaß macht. Und solange ich das gesundheitlich kann und auch noch gefragt bin, will ich das auch weitermachen. Aber so diese Live-Geschichten, 2-3 Stunden live auf der Bühne, das wird mir langsam auch ein bisschen zu anstrengend und da bin ich dabei, das ein bisschen zurückzufahren. Also da gibt es vorerst keine neuen Pläne. Sorry. Wie hast du damals reagiert, als du für SpongeBob gecastet wurdest? Ich wusste erstmal gar nicht, worum es geht. Ich bin nach Hause gekommen und hat meine Schwester irgendwie gefragt, und was habt ihr gemacht und so. Ich sage, ich habe ein Probesprechen gehabt, ich glaube, das war auf dem Käse. Naja, da war die Ananas unter Wasser und dieses gelbe quadratische Ding mit den Löchern. Ich habe so gedacht, ich habe einen Käse gesprochen. Ich konnte erstmals überhaupt nichts damit anfangen und habe dann natürlich später gemerkt, wie toll das alles ist, wenn man sich auf diesen Nonsens einlässt. Und das macht ja den Reiz der Serie und der Figuren auch aus. Aber erstmal, wie gesagt, bin ich da nicht so mit klargekommen. Wie lange seid ihr schon in eurem Beruf?
Also ich habe ja sehr früh angefangen, mich hat seinerzeit ein Regisseur fürs Fernsehen, für eine Fernsehrolle aus der Schule entdeckt. Ich bin inzwischen 60 Jahre dabei. Wow. 60 Jahre. Wow. 45. War auch schon. Ich müsste jetzt rechnen, ich bin seit 86 dabei. So, jetzt rechnet mal. Ja, schön rechnen. Ich glaube 24 plus 24 fast, ne? Also 48. Ja. Was? Das kriegst du selber einen Schreck, siehst du? Ja. Wow. Ja. Okay. Ja, ja. Bei Gags wie Klaus, Klaus, Klaus oder ich bin nicht Eugene Krabs, ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen, habt ihr ja nicht 1:1 übersetzt, wodurch die Witze noch ikonischer wurden und für das deutsche Publikum besser wirken. Fallen euch weitere Beispiele ein und wie viele Freiheiten habt ihr tatsächlich? Also viele Sachen entscheiden wir auch im Atelier, ja. Ne? Denke ich mal. Wir haben da schon einen gewissen Freiraum. Ja. Das ja. Letztlich muss alles von der Regie abgesegnet werden natürlich, ist ja klar. Einer muss den Kopf halten. Ganz am Ende die Redaktion. Die Redaktion, genau. Aber wir haben schon Spielraum auch im Studio mit den Texten, dass wir da ein bisschen spielen können oder wenn wir eine lustige Idee haben. Also ich denke auch gerade bei Zeichentrick. Ja. Oder Animation ist der Freiraum größer als bei Serien oder Spielfilmen. Ja. Realfilmen. Eine Frage an alle drei. Wenn ihr euch vorstellen könntet, dass die Serie SpongeBob SquamKopf irgendwann enden würde. Extra Frage, wie stellt ihr euch die letzte Folge vor? Bikini Bottom wird in die Luft gesprengt. Von Anton. Ja! Ja. Ich stelle mir ein harmonischeres Ende vor, also würde ich mir wünschen, sagen wir mal. Ja, schön. Aber so Explosion oder es entsteht aus der Explosion noch was Lustiges. Oder so. Eine neue Welt. Genau, das. Oder die emigrieren alle in die reale Welt. Oder so, genau. Ja, wegen der Umweltverschmutzung und die Meere, die werden alle verdreckt und alles. Wir müssen alle ihr Köfferchen packen und müssen in die reale Welt umweihen. Nein, das kann man dir nicht wünschen. Ne? Nee, kann man nicht. Fritz, Gerüchten zufolge warst du der Einzige beim Casting für Patrick, stimmt das? Ja. Also so viel ich weiß. Also ich war als einziger da im Studio, aber ob jetzt vor mir jemand gecastet wurde, das weiß ich nicht. Für Herrn Schröder, war es damals schwer, Plankton neu zu besetzen und haben Sie sich nach dem englischen Original gerichtet? Plankton war vor meiner Zeit. Genau. Da habe ich noch nicht Regie geführt bei SpongeBob. Stimmt, da waren wir ja auch noch mit dem zweiten Kinofilm zugange auch, ne? Weitere Frage an Frank. Die aufwendigste SpongeBob-Folge. Aufwendig in welcher Beziehung? Ja. Umschreiben. Vielleicht. Oh. Das ist bei dem was so schwierig zu sagen, was da aufwendig war. Ja. Ich habe ja auch ein paar Folgen mitgetextet. Ja, ja. Und, vielleicht so was ich wüsste das jetzt nicht. Wüsste ich jetzt auch nicht spontan. Weihnachtsspecial. Das hatte ich jetzt aber auch im Kopf. Ja, genau, kam mir so spontan im Kopf. Ja, könnte sein. Ist das ein bisschen aufwendiger? Und dann die ja, genau. Was empfindest du an Gefühle, wenn du deine Rolle sprichst? Wer? An alle, also an euch beide. Naja, ich bin dann der Schwamm, der kleine Liebe und da versuche ich mich reinzuversetzen und ja, so gut es geht. Dafür bin ich nicht schlau genug. Nein. Er ist voll in der Rolle. Ja, wir passen uns der Situation an, die wir sehen. Das ist unser Job, wir sind Schauspieler, wir spielen eine andere Figur. Genau, und fühlen die andere Figur dann dementsprechend auch. Habt ihr mal ein internationales Treffen gemacht mit SpongeBob-Stimmen aus unterschiedlichen Ländern? Ist bisher noch nicht passiert. Nee. Müsste einer mal irgendwie anleiern vielleicht. Was war bzw. ist eure Lieblingsfolge an alle drei? Ich hatte immer Geisterlippen. Habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich habe auch schon ein paar Mal erzählt, dass einmal die
diese Folge, wo sie hier in der Steinzeit sind, da, Uga Uga, die fand ich saukomisch. Und eine meiner Lieblingsfolgen, nicht weil die so lustig war, sondern weil die mir so ans Herz ging, war, wo die Schnecke hier, der kleine Gary doch weg ist. Der haut doch ab, weil SpongeBob vergessen hat, ihn zu füttern. Und dann ist der große Song Gary komm heim. Ne? Ja, Steinzeit fand ich auch schön. Uga Uga. Ja. Ach, ich fand auch nett, Weihnachtsspecial, muss ich sagen. Und dann gab es doch noch die Geburtstagssause da. Ja. Die war ja auch noch sozusagen als Special dabei. Ja. Also ja, schön, schöne Folgen. Wie viele Folgen von SpongeBob dreht ihr so circa an einem Tag? Na, wir drehen ja nicht chronologisch, nicht? Also eine Folge durch von A bis Z, sondern wir springen ja immer ein bisschen hin und her. Ja, kann man schwer von sagen, Folge, ne? Zu Folge, ja. Man kann eher angeben, 4 Folgen in 2 Wochen oder so. Könnte man so sagen, ne? Ja, 4 Folgen in 2 Wochen ungefähr, schaffen wir im Atelier. Ja. Wann kommt das neue SpongeBob-Album? Das neue SpongeBob-Cover-Album von Sony Music kommt, wenn es planmäßig ist, ich glaube jetzt am 1. März raus. Ich weiß aber nicht, wie das heißt, wie der Titel ist. Lassen wir uns überraschen, ein neues Album. Jetzt am 1. März. Und die letzte Frage an alle drei. Was ist Ihre persönliche Meinung zu dem Wandel der Serie und den neuen Folgen? Naja, es verändert sich natürlich was. Erstmal diese wahnsinnig lange Zeit, die es die Serie schon gibt. Und dann denke ich mal, sind das auch nicht mehr alles dieselben Schreiberlinge vom Anfang. Weil das wechselt ja auch. Zum Beispiel der Steven Hillenburg, der Schöpfer und Creator von SpongeBob, der ja auch schon lange nicht mehr dabei ist, der ja verantwortlich war für die ganzen ersten Folgen oder ersten Staffeln und der dann eine ganz bestimmte Handschrift ja auch hinterlassen hat. Ne? Wenn man jetzt mal vergleicht die ersten Folgen mit den neueren, also da sind schon Veränderungen passiert, aber ich wüsste nicht, warum man das jetzt im Einzelnen festmachen kann. Ja. Auch schon. Und dann haben wir ja noch die beiden Spin-Offs, ne? Camp Coral, was sich ja total vom Stil schon wieder absolut, ja. absetzt, was ganz anderes ist. Und die Patrick Star Show ist ja nun völlig durchgeknallt. Das ist absolut ja völlig wahnsinnig. Ja, das ist halt, sie versuchen da verschiedene Wege zu gehen, und aber ist nicht schlecht. Ja, vor allem nach über 20 Jahren. Das ist ja auch damit das. Na klar. Den müssen die Leute am Laufen bleiben. Richtig. Man muss sich immer wieder irgendwas Neues einfallen lassen. Ja, richtig. Also ich gehe nach meinem eigenen Geschmack natürlich. Mhm. So anfangs, als ich eingestiegen bin, im Internet war auch davon die Rede, die ersten 4 Staffeln sind großartig, glaube ich. Und dann ging es ja nur noch bergab. Und da fand ich die Folgen jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut. Aber das ging dann für mich wieder bergauf. Mhm. Da wurden die Gags auch wieder besser. Und bei der Patrick Star Show habe ich gedacht, ja okay, irgendwie so ein Abklatsch, aber gefiel mir dann besser, als ich dachte, als ich erwartet hatte. Und die zweite Staffel, die fing jetzt richtig gut an, ne? Die war, da haben wir echt Menge gelacht im Studio. Oh ja. Also ich würde auch sagen, nicht, dass man das pauschal verteufelt. Das ist ja auch schwer nach so einer langen Zeit, sich auch immer wieder neue Sachen einfallen zu lassen. Ne? Und die Autoren. Das A und O, ne? Die sich die Geschichten ausdenken. Die Storyline. Ja, genau. Und wie gesagt, es geht auch mal runter und mal hoch. Und man kann nicht nonstop auf einem hohen Level. In der Musik doch ähnlich. Wenn ein Album rauskommt, sind da immer ein paar Top-Nummern und zwischendurch sind andere. Die sind jetzt nicht schlecht oder so, aber die haben nicht alle das gleiche Level. Das geht ja gar nicht. Das ist unmöglich. Gut, dann war's. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Danke, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh, schade, das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch...
kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu!